Ich darf unsere heutige Referentin kurz vorstellen. Sie ist Literaturwissenschaftlerin, wirkte als Professorin für neuere und neueste Literatur an der Universität Leipzig bis 2018 als Direktorin des Zentrums für Frauen- und Geschlechterforschung. Sie ist Ehrenpräsidentin des Freien Deutschen Autorenverbandes und seit 2019 im Ruhe- oder besser soll ich sagen, Unruhestand. Nochmals herzlich willkommen an Sie alle und ich freue mich jetzt auf eine gute Stunde mit Frau Professorin. Liebe Frau Niersberger, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, Sie haben es eben gehört, wir wären normalerweise mit diesem Vortrag zu Käthe Kollwitz in der sehr schönen Bibliothek in Meiningen gewesen. Aber die Zeiten sind nicht so und deswegen bin ich sehr froh, dass die Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen und vor allen Dingen Frau Niersberger und Herr Panzer, der mich jetzt hier so treulich begleiten wird, von der technischen Seite her diesen Vortrag ermöglichen. Ich hoffe, dass Sie eine kurzweilige Stunde haben werden. Wir haben eine Folie vorbereitet, beziehungsweise diese PowerPoint-Präsentation, die ich hier in der Landeszentrale lasse und die Sie eventuell, wenn Sie es gern haben möchten, auch noch abrufen können. Mein Vortrag zu Käthe Kollwitz habe ich in drei Stationen gegliedert. Erstens Familie und Profession, zweitens politische Haltung, drittens Strategien der Selbstinszenierung, das Ringen um ihr Publikum und die Kunst als Lebensaufgabe. Ja, geboren ist sie am 8. Juli des Jahres 1867 in Königsberg, gestorben ist sie am 22. April 1945 in Moritzburg in Sachsen. Und damit sind wir zum Glück in diesem Jahr auch in dem Jubiläum und haben gar keinen Zeitverzug. Ihr Vater ist für Sie eine sehr wichtige Figur gewesen. Ich werde dazu gleich etwas sagen, nämlich Karl Schmidt. Er war Jurist und Baumeister und in der evangelischen Freikirche als Prediger gewirkt. Die Kindheit hat sie, und das hat sie immer wieder gesagt, genossen. Nämlich, es war eine Kindheit in Königsberg und in dieser Stadt von ihrer Geburt an bis zum Jahre 1887 bis 1885 sind es glückliche Jahre gewesen. Nun zu ihrem Vater. Der Vater gilt als Förderung und auch als Ursprung ihrer beruflichen Laufbahn. Zitat Käthe Kollwitz: Ich will zurückgehen darauf, dass der Vater schon seit meiner Kindheit den ausgesprochenen Wunsch hatte, mich zur Künstlerin heranzubilden, zugleich in den Gedanken, es würden ja nicht große Hemmungen dazwischen schieben. Zitat Ende. In ihren Erinnerungen schreibt sie weiter: Jetzt war es dem Vater lange klar, dass ich zeichnerisch veranlagt war. Er hatte große Freude darüber und wollte mich ganz zur Künstlerin ausbilden. Leider war ich ein Mädchen. Aber auch so wollte er alles dran setzen. Er rechnete damit, dass, da ich kein hübsches Mädchen war, mir Liebessachen nicht sehr hinderlich in den Weg kommen würden. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie diese wenigen Sätze gehört haben und wenn Sie noch einmal den Blick auf das Lebensalter und die Geburtsstunde von Käthe Kollwitz haben, da wissen Sie, dass es die Mädchen gar nicht leicht gehabt haben. Mädchen konnten keine höhere Schule besuchen, Mädchen war es verwehrt, ein Abitur abzulegen und sie konnten natürlich auch nicht studieren. Und was bedeutete das? Es bedeutete, dass sie 8 Klassen in die Schule gehen konnten, wenn sie Glück hatten, vielleicht 9 Klassen. Und eine, die ebenfalls aus Königsberg kommt, hat eigentlich etwas Ähnliches erfahren. Ein Vater, der sie gefördert hat, eine Mutter, die durchaus an ihrer Seite stand, aber nicht dieses große Talent der Tochter erkannt hat. Wen meine ich? Ich meine Fanny Lewald. Sodass wir immer hier auch parallel Lebensläufe haben. Die familiäre Unterstützung bei Käthe Kollwitz durch den Vater bei dem beruflichen Werdegang der Künstlerin an ihr Aussehen. Bei gut aussehenden Mädchen würden die Investitionen in die Ausbildung kaum lohnen, da sie erwartungsgemäß durch die Heirat
eine berufliche Karriere beendeten. Auch das ist ganz typisch für dieses 19. Jahrhundert. Eine Frau war erst vollkommen, wenn sie geheiratet hat, wenn sie eine Familie gegründet hat. Und immer wieder dieses Aussehen, das Talent der Mädchen hat dabei keine Rolle gespielt. Dadurch, dass Kollwitz kein hübsches Mädchen war, konnte der Vater sie trotz ihres Geschlechts mit wenig Bedenken in ihrem Wunsch nach künstlerischer Ausbildung fördern. Karl Schmidt sah nach der Aussage von Felix Kollwitz durch das Verlöbnis von ihr mit dem noch im Medizinstudium befindlichen Karl Kollwitz seine Pläne jedoch gefährdet. Und auch hier sehen Sie wieder Parallelsituationen. Die Väter, die diese Ausbildung der Töchter in die eigene Hand genommen haben und die dann auf einmal einen Freund, einen Partner oder wer es auch immer war, als Konkurrenz sahen. Und der Vater hat deshalb beschlossen, sie Fritz gehen zu lassen, und zwar zunächst nach Berlin und dann nach München. Und wenn man sich diese Städte im 19. Jahrhundert ansieht, das sind also die Städte gewesen, die vor allen Dingen für diese künstlerische Ausbildung eine große Rolle gespielt haben. In der Verlobung seiner Tochter sah Karl Schmidt das Ende ihrer künstlerischen Karriere nahen, da es seiner Auffassung nach unmöglich war, zwei Berufe, und noch einmal ein Zitat, nämlich den künstlerischen und das bürgerliche Leben in der Ehe zu vereinigen. Das ist also die Meinung des 19. Jahrhunderts gewesen. Entweder du bleibst ganz allein und widmest dich ganz deiner Kunst, oder du gehst diesen traditionellen Weg in der Familie. Die Leistungen der Künstlerin sind vor dem Hintergrund zu sehen, dass sie dem Vater ihre Strebsamkeit auf dem Gebiet der Kunst beweisen wollte. Der Erfolg ihrer ersten grafischen Folge, nämlich ein Weberaufstand, zu dem ich gleich kommen werde, gehört es für sie zu den Schlüsselerlebnissen, die sie teilweise bis ins Detail gehend in den Tagebüchern, Briefen und vor allen Dingen in ihren autobiografischen Skizzen schilderte. Immer wieder äußerte sie in diesem Zusammenhang den Wunsch, Zitat, und dann kam die Anerkennung, hätte der Vater die noch erlebt. Der Vater ist also in ihrem Leben immer wieder ein Gradmesser gewesen, und in ihren autobiografischen Notizen, die sie in den 30er und 40er Jahren zu Papier gebracht hat, spielt der Vater eine entscheidende Rolle. Sehen wir uns diese Bilder jetzt noch einmal weiter an. Wir haben Käthe Kollwitz um 1890 in diesem sehr schönen Bild. Käthe Kollwitz um 1920 und dann ein Bild, was ich außerordentlich liebe, nämlich Käthe und Karl Kollwitz um das Jahr 1935. Und sehen Sie sich diese Bilder noch einmal ganz in Ruhe an. Sie sehen dieses ausdrucksstarke Gesicht der Künstlerin, einer Frau, die unendlich gern lebte, die gern liebte und die nicht nur in ihrem Leben, sondern gleichermaßen in ihrer Kunst all die Facetten eines menschlichen Lebens ausgelotet hat. Sehe ich zurück, das Jahr 1881, hier hat sie den ersten Unterricht bei dem Künstler Rudolf Maurer. Ja, und dann geht sie weg aus Königsberg 1885, 1886. Da ist sie Mitglied der Damenakademie. Das ist ein Verein der Berliner Künstlerinnen. Und jetzt kommt es zu ganz interessanten Begegnungen. Es kommt nämlich zu den Begegnungen mit den wohl wichtigsten Künstlern mit ihrer Zeit. Sie sehen auf diesen beiden Bildern, es ist Max Liebermann auf der rechten Seite und es ist Otto Nagel auf der anderen Seite. Und sie hat weitere große Interessen, so auch an den grafischen Arbeiten von Max Klinger. Da merken Sie, wenn Sie sich diese künstlerischen Werke der genannten ansehen, dass sie sie studiert hat und dass sie natürlich verstrebt war, auch ihr eigenes herauszufinden. Wo hat sie ihre großen Stärken? Es geht bei ihr schnell weiter.
Im Jahr 1890 wird sie Berlin verlassen und sie geht in die damalige, ja noch Kunsthauptstadt Deutschlands, nämlich nach München. Ein Jahr später die Ehe mit Karl Kollwitz. Karl Kollwitz, der Mann, mit dem sie zeitlebens verbunden war, er war Arzt und er gehörte zu denjenigen, die man als Armenärzte bezeichnet hat. Was bedeutet das? Überlegen Sie sich bitte, die junge Familie hat sich ja dann in Berlin niedergelassen, das Berlin am Ende des 19., beginnenden 20. Jahrhunderts war die moderne Großstadt Deutschlands auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch eine Stadt, die rasant gewachsen ist und eine Stadt vor allen Dingen, die Armenviertel gekannt hat, die Heinrich Zille uns, den Nachgeborenen, in seinen Zeichnungen, in seinen Skizzen hinterlassen hat. Sie haben sich am Prenzlauer Berg niedergelassen und da kann man heute noch das Haus besichtigen, nämlich die heutige Kollwitzstraße 56a. Im Jahr 1892 ist ihr Sohn Hans geboren worden. Hans spielt in ihrem Leben eine sehr große Rolle. Er ist in gewisser Weise ihr Schmerzenskind. Er ist einer, wo sie immer gesehen hat, bist er so, wie ich es bin? Und Hans hat sich an ihr gemessen. Und im Jahr 1896, 4 Jahre später, wird ihr Sohn Peter geboren. Wir sind also jetzt am Ende des 19. Jahrhunderts. Im Jahr 1898 bis zum Jahr 1902, Beginn 1903, war sie Lehrerin an der Damenakademie, einem Verein der Berliner Künstlerin. Und da merkt man noch eine andere Seite der Kollwitz. Sie ist also nicht nur die Künstlerin gewesen, sondern sie ist gleichermaßen auch eine, die ihre Kunst weitergegeben hat. Das Jahr 1898 hat eine spektakuläre Ausstellung gesehen. Wir gehen aber jetzt erst noch mal in den Bildern weiter, dass wir also hier Otto Nagel sehen, sowohl das fotografische Porträt als auch das Selbstporträt des Künstlers, was sicherlich vielen von Ihnen ein Begriff ist. Große Berliner Kunstausstellung. Die Jury der Kunstausstellung hat Käthe Kollwitz für eine Goldmedaille vorgeschlagen. Ja, Sie merken, ich habe hier einen ganz kleinen Fehler drin, das bitte ich zu entschuldigen. Wir sind natürlich im Jahr 1898. Kaiser Wilhelm II., das wilhelminische Deutschland in seiner Ausprägung am Ende des 19., Beginn des 20. Jahrhunderts, lehnte die Vergabe jedoch ab. Und warum? Er sah ihre Kunst an als sogenannte Rinnsteinkunst. Und das muss man sich durchaus noch einmal durch den Kopf gehen lassen, was Majestät wohl darunter verstanden hat. Nämlich in keiner Weise hat die Kunst der Käthe Kollwitz den Auffassungen der damaligen Zeit und vor allen Dingen dem des Königs entsprochen. Wir gehen auch hier noch ein Stückchen weiter. Das ist diese berühmte Radierfolge, ein Weberaufstand. Ich glaube, die meisten von uns kennen dieses berühmte Gedicht von Heinrich Heine, was immer wieder zitiert worden ist, was aber meine heutigen Studierenden leider gar nicht mehr kennen, die schlesischen Weber. Wir haben auf der einen Seite dieses Bild, wenn Sie sich das genau ansehen, nämlich diese katastrophalen Wohnzustände, in denen die Weber im wahrsten Sinne des Wortes hausen mussten. Das waren diese berühmt-berüchtigten Stuben, in denen sowohl gearbeitet als auch gelebt wurde. Und die Frau im Vordergrund, die die Hände fast über dem Kopf zusammenschlägt und schwer sie aufstützt, sitzt am Bett ihres Kindes mit diesem weißen Kopf. Und man weiß nicht, ob dieses Kind bereits gestorben ist oder ob es im Sterben liegt. Und ganz an der linken Seite sind die trauernden Familienmitglieder. Auf der anderen Seite, das Blatt 4 aus dem Zyklus, ein Weberaufstand. Ja, da sind diejenigen, die Entrechteten, die Geknechteten, die im wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr zu verlieren hatten. Und die versuchen, in einer Art von Solidarität zusammenzukommen
und sich gemeinsam aufzumachen. Was mich an diesem Bild immer wieder berührt, man muss es sich in Ruhe ansehen und vor allen Dingen die Gesichter der Einzelnen, die fein herausgearbeitet worden sind, zur Kenntnis nehmen. Ein Weberaufstand, das ist also dieser Zyklus, mit dem sie bekannt geworden ist. Max Liebermann war von diesem Zyklus so beeindruckt und er vor allen Dingen ist es gewesen, der sie zu dieser kleinen goldenen Medaille vorgeschlagen hat. Warum hat schließlich der König, der Kaiser, diese Kunst als Rinnsteinkunst bezeichnet? Er war nicht der Einzige. Die sahen einen großen Widerspruch zum Historizismus von vor allen Dingen der großbürgerlichen Salonmalerei. Damit hatte die Kollwitz absolut nichts mehr gemein. Und der nächste große Zyklus, ebenfalls bekannt, das ist der Bauernkriegszyklus. Das hat sie einfach interessiert. Warum hat sie das interessiert? Und wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Es sind nicht die großen Helden, es sind nicht die großen Erscheinungen. Es ist nicht das, woran sich eine Geschichte oder auch eine Geschichtsschreibung am Ende des 19. Jahrhunderts orientiert hat, sondern es sind die Entrechteten, es sind die Geknechteten. Und schauen Sie sich bitte an die Pflüger, dieses Bild auf der linken Seite. Da ist einer, der ist vor diesem Pflug im wahrsten Sinne des Wortes gespannt, fast wie die Wolga-Treidler, wenn man dieses Bild mal als Vergleich herannehmen möchte. Und das Gesicht ist nicht gut kenntlich. Aber was man zumindest sieht, ist der geöffnete Mund und ist diese Sehne am Hals. Ein Mensch, der also am Rande seiner Kräfte ist. Und das Blatt 2, hier sehen Sie die Apokalypse der damaligen Zeit. Bauernkriegszyklus ist also etwas, was man sich heute immer und immer wieder anschauen sollte, auch im Hinblick auf diese ganz besondere Art der Kollwitz an die Menschen heranzukommen. Beim Dengeln. Ja, wir wissen heute fast nicht mehr, was man unter Dengeln versteht. Wer das schon einmal gemacht hat, es ist eine unheimlich körperlich anstrengende Art. Und auch hier wieder ist der Blick auf das Gesicht freigegeben. Die Augen sind nicht mehr kenntlich, ganz konzentriert und diese ganz großen und schweren Hände. Und da können Sie sich vorstellen, dass natürlich diese Kunst nichts gemein hatte. 1910. Sie ist also in Berlin angekommen. Sie hat diese Radierungen dem großen Publikum vorgestellt, hat sie etwas, was sie schon längere Zeit beschäftigt hat, nämlich die Näherung zur Bildhauerei. Und es ist vor allen Dingen die Freundschaft mit Otto Nagel gewesen, der sie dazu ermuntert hat, jetzt diesen weiteren Schritt zu gehen. Meine Damen und Herren, wir sind am Beginn des 20. Jahrhunderts und Sie wissen, dass diese Zeit politisch eines der kompliziertesten Zeiten am Beginn dieses Jahrhunderts gewesen ist. Deutschland rüstet hinein in einen Krieg, der die Erde überspannen soll, nämlich der Erste Weltkrieg, und Käthe Kollwitz hat zwei Söhne. Das Jahr 1914, bereits also im ersten Kriegsjahr, fällt ihr Sohn Peter mit 22 Jahren. Was das für eine Mutter bedeutet, können wir uns sicherlich alle nicht vorstellen. Es war für sie ein Erdrutsch, so hat sie es immer wieder formuliert, ein totes Kind. Und ein totes Kind, ein verlorenes Kind, wird zu einem tragenden Motiv ihres Werkes über weitere Jahre werden. Die trauernden Eltern, auch das in dieser Plastik sollte man sich einmal ganz genau ansehen. Und ich bitte Sie, wenn Sie sich mit dem Werk der Kollwitz beschäftigen, so ist es immer wieder auch die Körperhaltung, die wichtig ist. Auf der einen Seite der Vater mit den verschränkten Armen,
Er kniet. Auch das ist ja eine ganz besondere Geste. Schauen Sie bitte auf dieses Gesicht. Es ist ein leeres Gesicht im wahrsten Sinne des Wortes. Und auf der anderen Seite die Mutter. Ihr Gesicht neigt sich dem Boden zu. Die Gestalt ist verhüllt. Die Arme sind nicht kenntlich, in einem Tuch verborgen. Und dieses Tuch ist ja etwas, was für die Mütter immer sehr wichtig ist. In einem Tuch haben sie seinerzeit ihre Kinder in den ersten Lebenswochen und Monaten getragen. Diese Skulpturen finden sich auf dem Soldatenfriedhof in Belgien im Jahr 1932 dort entsprechend aufgestellt. Schauen wir uns bitte hier noch die nächste Folie an. Ich habe gesagt, dieses Motiv Mutter mit totem Kind wird zu einem ihrer tragenden Motive werden. Und dieses Bild, das lässt einen nicht kalt. Es ist eine Mutter und auch hier in keinster Weise ein Gesicht als solches noch kenntlich. Die wirren Haare, es ist ein ganz animalisches Bild. Schauen Sie sich bitte die ganz starken Arme und die ganz starken Beine an. Und in diesen Armen liegt ein totes Kind. Das Gesicht des Kindes ist kenntlich und ist durchgezeichnet. Das hat einen ganz starken Symbolwert, nämlich die Kinder sollen nicht namenlos, sollen nicht gesichtslos sterben. Sie haben ein Gesicht. In diesen Jahren des Ersten Weltkriegs hat sie zum ersten Mal Kontakt mit Pazifisten, ohne dass sie sofort sagt und auch später sagen kann, sie wäre eine Pazifistin, und sie hat Kontakt mit den Sozialisten. Auch hier werde ich nachher noch etwas Direktes sagen. Meine Damen und Herren, wir sind also jetzt angekommen im Jahr 1914. Frau Käthe Kollwitz ist Ehefrau, sie ist Mutter. Und denken Sie bitte an meine Worte von ungefähr 10 Minuten, als ich Ihnen erklärt habe, dass der Vater es als in keinster Weise möglich empfunden hat, dass eine Frau sowohl ihrer künstlerischen Profession als auch ihrem Leben als Familienmensch nachgehen kann. Aber Käthe Kollwitz hat ihren Vater eines viel Besseren belehrt, nämlich für sie haben sich das familiäre Leben und die künstlerischen Arbeiten nicht ausgeschlossen. Sie hat vielmehr im Laufe ihres Lebens versucht, diese beiden Bereiche zusammenzubringen. Mit ihren Eltern, ihren Geschwistern und ihre Schwester und ihr Bruder spielen in ihrem Leben eine ganz große Rolle. Ihrem Ehemann und ihren Kindern tauschte sich Kollwitz regelmäßig über ihre Arbeit aus und sie ließ ihre Familie am Prozess der künstlerischen Entwicklung teilhaben. Besonders deutlich kann man dies in den Selbstzeugnissen sehen, die die Organisation und die Durchführung der Jubiläumsausstellung anlässlich ihres 50. Geburtstages betreffen. Diese Ausstellung wurde in Berlin, Dresden und ihrer Heimatstadt Königsberg gezeigt und Kollwitz bemühte sich sehr darum, das Urteil ihrer Verwandten nach dem Besuch der Ausstellung zu erfahren. So beschrieb sie in ihrem Tagebuch, wie ihre Mutter sich umschaute, sich über die Tätigkeit ihrer Tochter freute und dennoch manche Sachen durchaus auch kritisch sah. Ob der kritische Blick sich auf die Inhalte oder die Form der Darstellung bezog, lässt sich aus dem Eintrag nicht erkennen. Jedoch ist hier deutlich, dass Katharina Schmidt, also die Mutter, sich differenziert mit dem künstlerischen Werk ihrer Tochter auseinandersetzte. Durch die kritische Sichtweise signalisierte die Mutter nicht nur ein Wahrnehmen von Käthes Werk, sondern auch eine sehr persönliche Anteilnahme. Zu dieser Jubiläumsausstellung erschien in den sozialistischen Monatshäften die Ausstellungsbesprechung von ihrer Schwester Elisabeth Stern. Und diese Schwester war im Leben der Kollwitz
eine der entscheidendsten Bezugspersonen. Auch ihrem Sohn Hans, ich habe vorhin gesagt, dass beide ein sehr inniges Verhältnis hatten, schrieb Kollwitz regelmäßig von ihren laufenden künstlerischen Projekten und beteiligte ihn dadurch am Arbeitsprozess. Der Künstlerin lag sehr viel daran, dass Hans ihre Werke zur Kenntnis nahm und ihre Korrespondenz wiederum anlässlich ihres 50. Geburtstages zeigt sehr deutlich, wie sie es ernst genommen hat, was der Sohn gesagt hat. Sie hat ihn gebeten, seinen Urlaub zu verschieben, damit er diese Ausstellung wahrnehmen kann. Die Person aus ihrem familiären Umfeld, die in ihrer beruflichen Lebenswelt wohl am intensivsten involviert war, war aber immer wieder ihr Ehemann Karl. Am Vortag der Jubiläumsausstellung, deren Organisation für sie mit viel Arbeit und großer Anstrengung verbunden war, beging sie mit ihrem Ehemann das letzte Mal einen Gang durch die Ausstellungsräume. Hans schrieb sie dazu, morgen Mittag wird die Ausstellung eröffnet. Heute Nachmittag waren Vater und ich in aller Stille dort und sahen sie zusammen an. Und jetzt am Abend trinken wir Wein. Das sind eigentlich ganz schlichte Sätze, aber Sie merken, dieses ganz innige Zusammenleben, man hat sehr, sehr viele Notizen, auch von den Reisen des Ehepaars. Man hat sehr viele Notizen, wie sie sich ab und zu eine Auszeit genommen haben und wie sie diese Auszeit auch miteinander genossen, um ihre Projekte, und die hatte sie immer im Kopf, zu diskutieren. Den Moment vor diesem zentralen Ereignis, also der Ausstellung zu ihrem 50. Geburtstag, teilten sich die Eheleute und feierten ihn abends zusammen. Käthe Kollwitz hob die Partizipation ihres Ehemannes an ihrer Arbeit nicht als eine Besonderheit hervor. Sie schien ein Bestandteil ihres Alltags zu sein. Ja, meine Damen und Herren, und dann schauen Sie wirklich noch einmal hinein, genau in diese Zeit. Und da ist es erstaunlich, dass sich ja auch in dem Bild, in der Rolle einer Frau in den 20er Jahren sehr, sehr viel verändert hat. Die Frauen sind nicht mehr die Frauen des wilhelminischen Deutschlands. Ihnen ist zum einen eine Arbeit möglich und zum anderen, und das ist eigentlich für mich das Wichtigste gewesen, Frauen können jetzt eine höhere Schule besuchen und sie sind auch zum Studium zugelassen. Und das bedeutet natürlich nicht nur eine Selbstständigkeit. Und diese Selbstständigkeit ist im Leben der Kollwitz immer etwas sehr Wichtiges gewesen. Sie hat ihr eigenes Geld verdient, obwohl sie nie so viel Geld in der Hand hatte, wenn man das in den Vergleich zu ihren männlichen Kollegen mal mehr oder weniger betrachtet. Aber was wichtig ist, sie hat diese Selbstständigkeit genutzt und sie hat diese Selbstständigkeit nicht gegen ihre Familie, sondern vielmehr mit ihrer Familie erlebt. Ich hatte jetzt schon den Ausgang in die 20er Jahre oder den Weg in die 20er Jahre genommen. Ich möchte jetzt aber noch einmal zurückgehen auf dieses Jahr 1919. 1919, der barbarische Erste Weltkrieg, hat ein Ende. Das trauernde Paar Karl und Käthe Kollwitz, die den Sohn verloren haben, und die Arbeit jetzt der Bildhauerin Käthe Kollwitz. Sie ist Mitglied der Akademie der Künste. Sie erhält einen Professorentitel, allerdings ohne Lehrauftrag. Und das ist etwas wiederum für Frauen auch ganz Typisches, man gewährt ihnen einen Titel, aber das, was sie dann erst in dieser Akademie auch zu einer ganz anerkannten Person macht, beziehungsweise auch mit dieser starken Nachhaltigkeit, das hat sie nicht gehabt. Aber es ist wichtig, sie ist Mitglied der Akademie der Künste und ich werde nachher noch einmal darauf zurückkommen, was diese Akademie auch für sie bedeutet hat. 1919, die Ermordung von Karl Liebknecht.
Und damit gehe ich zur nächsten Folie. Nach der Ermordung von Karl Liebknecht ein ganz wichtiger Satz: Kunst hat die Aufgabe, die sozialen Bedingungen darzustellen. Auch diesen Satz sollte man sich einmal ganz genau ansehen. Kunst hat also nicht die Aufgabe, um der Kunst willen, und dieses berühmte Wort kennen Sie ja in Bezug auf die Malerei, die Bildhauerei und vor allen Dingen auch auf die Literatur bezogen, nicht Kunst um der Kunst willen, sondern die ganz konkrete Aufgabe, die sozialen Bedingungen darzustellen. Und diese sozialen Bedingungen, um die wissen wir alle, wie es ausgesehen hat. Das Proletariat in den Hinterhöfen, die Menschen, die in keiner Weise die Möglichkeit hatten, ein ordentliches, menschliches Leben zu führen. Im Tagebucheintrag: Ich habe als Künstlerin das Recht, den Abschied der Arbeiterschaft von Liebknecht darzustellen, ohne dabei Liebknecht zu folgen, oder nicht? Das nebenbei gesagt ist ein Satz, der immer wieder bewegt worden ist, auch von den viel später Geborenen, die Kollwitz versucht haben, an Ränder zu drängen, die Kollwitz versucht haben, auch für sich zu vereinnahmen. Es geht für sie immer wieder darum, Künstlerin zu sein. Sie will also diesen Abschied der Arbeiterschaft von Liebknecht darstellen, ohne dabei aber als Gefolgsfrau von Liebknecht eingeordnet zu werden. Und ich finde diese Frage am Ende eine ganz spannende: oder nicht? Sie ist Mitglied im Deutschen Künstlerbund. Sie arbeitet für die Internationale Arbeiterhilfe und sie unterstützt Hilfsaktionen zur Rettung von Menschen mit ihrer Unterschrift. Und damit möchte ich mir jetzt mit Ihnen gemeinsam einmal ansehen, ja, was bedeutet es, die politische Haltung der Künstlerin Käthe Kollwitz. Während ihrer Ausbildung war Kollwitz an den politischen Themenarbeiten beteiligt, wovon die autobiografischen Aufzeichnungen vor allen Dingen ihre Studienkollegin und Freundin Rosa Pfeffinger zeugen. Seit ihrer Studienzeit in München bewegte sich die Künstlerin in SPD-nahen gesellschaftlichen Kreisen. Sie griff künstlerische Themen auf, die auch mit den politischen Zielsetzungen der KPD verbunden waren. Meine Damen und Herren, und hier ist es natürlich spannend, sich wiederum einmal die politischen Verhältnisse der Zeit anzusehen, inwieweit KPD und SPD durchaus Schnittpunkte gehabt haben, inwieweit sie sich aber auch in vielen Dingen fundamental unterschieden haben. Kollwitz äußerte ihre politische Haltung nach ihrem künstlerischen Durchbruch mit der Weber-Folge in der Öffentlichkeit nur zurückhaltend. Diese nach außen getragene Zurückhaltung passt durchaus auch zu einer Unsicherheit, die sie in den Tagebüchern dokumentiert hat. Ich glaube, auch das ist noch einmal sehr spannend und sehr wichtig zu sehen. Sie ist keine Haut-drauf-Frau gewesen, sondern sie ist vielmehr eine Künstlerin gewesen, die durch ihre Kunst all das gezeigt hat, was für sie wichtig war, aber nicht durch das ständig begleitende Wort und für Frauen auch etwas ganz Entscheidendes, was wir bereits seit sehr frühen Jahren kennen. Wenn ich mir zum Beispiel bis in das Mittelalter zurück eine Hildegard von Bingen ansehe, ich habe diesen Begriff gebraucht, der Bescheidenheitstopos von Frauen, die eben nicht sofort gesagt haben, wir sind es, wir können das, wir haben etwas begründet, sondern immer wieder dieses Nachfragen, dieses sich an anderen orientieren und vor allen Dingen die eigene Leistung immer und immer wieder kritisch hinterfragen. Auch das ist Käthe Kollwitz. Wir erleben sie also, und das haben Sie jetzt in den letzten Minuten sicherlich zur Kenntnis genommen, in ganz vielfältigen Facetten.
Die Unentschlossenheit der politischen Positionierung wird darin vergleichbar, häufig auch in einer Periode thematisiert, wenn ich mir die Sekundärliteratur ansehe, in der die Anerkennung der Künstlerin und damit die Erwartungen an sie sehr hoch war. Und wir wissen es bis auf den heutigen Tag, und das können Sie sowohl in der bildenden Kunst, das können Sie in der Literatur nachvollziehen, dass vor allen Dingen Frauen immer wieder an etwas, wenn sie bereits eine Leistung gehabt haben, gemessen werden. Und man hat eine Erwartungsschiene bzw. eine Latte aufgelegt, an denen sie teilweise auch zerbrechen können. Am 16. November des Jahres 1918 schrieb sie in ihr Tagebuch über die Gründung des Kunstbeirates für den Rat geistlicher Arbeiter. Zitat: Heute Versammlung der Elite-Leute. Rathenau, Hauptmann, Einstein und so weiter. Bekam Aufforderung, ging aber nicht hin. Ich komme in den Ruf, ein weißes politisches Verständnis zu haben und stümpere mich doch mühselig meine Meinung zusammen, spreche meist noch, was Karl sagt. Ganz lächerliche Lage. Auch das ist ein Zitat, über das man sehr lange nachdenken sollte. Der Mann, Karl, trotz dieser innigen Verbundenheit, die ich ihn gerade vorgestellt habe, ist aber immer noch für sie der Maßgebende. Und sie kommentiert es am Ende. Ja, es ist eine lächerliche Lage. Ich bin eine anerkannte Künstlerin. Ich habe bereits etwas erreicht. Aber ich bin nicht hingegangen. Bin ich überhaupt gut genug? Und kann ich in diesem Kreis bestehen? Die Erwartungen, die an sie als eine wahrgenommene politische Elite gestellt werden, schienen ihr unangenehm zu sein, da sie ihrem politischen Urteil kaum vertraute. Darin kam etwas Eigenständiges nicht vor. Die Befürchtung ihrer selbst wahrgenommenen politischen Unkenntnis verleitete sie, eine direkte Teilhabe am politischen Prozess, den sie mit Interesse verfolgte, zu meiden. Doch das ist also ein Frauenleben am Beginn des 20. Jahrhunderts. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, die Sie mir jetzt zuhören, meinen Vortrag im letzten Jahr zu Anna Segers verfolgt haben. Da war es in der Tat anders. Da wurde die Segers auf das Schild vor allen Dingen der kommunistischen Funktionäre gehoben und sie hat diese Rolle angenommen. Und sie hat auch ein ziemlich starkes Selbstbewusstsein entwickelt. Ein Selbstbewusstsein, das Käthe Kollwitz so nicht gehabt hat. Und wovor hatte sie immer wieder Angst? Sie hatte Angst vor einer Demaskierung und damit auch dem Verlust der Anerkennung des breiten Publikums. Das also ist eine Schere gewesen, in der sie sich befunden hat. Angst also, dass sie entlarvt wird. Und wir fragen natürlich heute, die Nachgeborenen, ja, wovor hatte sie eigentlich Angst? Sie hatte etwas zu sagen und sie hatte vor allen Dingen ein Werk vorzuweisen. Aber es war auch die Angst, dass ihr Publikum, das sie inzwischen wirklich hatte, sich von ihr abwendet. 1920 im Tagebuch. Aber wie feig ist meine Stellungnahme, wie innerlich unklar bin ich andauernd. Nicht einmal zum Pazifismus kann ich mich richtig bekennen. Ewig schwanke ich herum. Preist man mich bei Gelegenheit der Ausstellung in der Petersburger Straße als Revolutionär, dann bin ich mucksstill. Auch meine Ablehnung des Zusammenseins mit den jungen Arbeitern hat wenigstens zum Teil als Grund die Befürchtung, in meiner Unentschiedenheit erkannt zu werden und fallen gelassen zu werden. Also dieses Moment des Fallenlassens, dass sie ihr Publikum verliert, dass sie nicht mehr diese Leistung, die sie bringt, in dieser großen Anerkennung erfährt, das hat sie also umgetrieben. Und das ist etwas, was für vor allen Dingen ein Frauenleben in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts für mich immer wieder von Bedeutung ist. Und bitte wichtig, und wir leben ja heute 100 Jahre später im 21. Jahrhundert,
inwieweit Frauen bis hinein in unsere Zeit immer wieder auch diesen Bescheidenheitstopos vor sich hertragen. Bin ich denn genug? Habe ich denn alles, was man von mir erwartet? Kollwitz nahm das gesellschaftliche Bild von ihr als einer zentralen politischen Autorität und damit auch die Aufmerksamkeit, die damit einhergeht, wahr. Beinahe als Rechtfertigung brachte sie an, dass sie als Künstler, und sie redete natürlich immer wieder von sich als Künstler und nicht als Künstlerin, der aber, und das hat sie dann in einem Nachsatz betont, noch dazu eine Frau ist, noch dazu eine Frau ist, die Komplexität der politischen Prozesse nicht überblicken könne und durch ihre Position als Künstlerin sich auch keine Meinung dazu bilden müsse. Das ist also wiederum diese Gratwanderung. Ein Künstler, so ihrer Auffassung, habe das Recht, die Wirklichkeit durch das Emotionale zu verarbeiten, ohne dabei rational und in dem Fall politisch Stellung zu beziehen. Und das ist natürlich die Künstlerin Kollwitz, emotional. Und ich glaube, die Bilder, die ich Ihnen hier eingeblendet habe, zeigen in aller Deutlichkeit diese Emotionalität. Denken Sie vor allen Dingen an die Mutter, diese animalische Geste, die ihr totes Kind in dem Arm hat. In dem letzten Satz, was sie immer wieder gesagt hat, siedelt sie die emotionale Verarbeitung der Außenwelt in der als weiblich konnotierten Ebene an. Und damit sind wir natürlich bei einem Thema, was ich hier gar nicht weiter ausführen kann, nämlich was bedeutet es Weiblichkeit und Männlichkeit, weibliche und männliche Stereotype, auch am Beginn des 20. Jahrhunderts, die, meine Damen und Herren, und ich glaube, da gehen Sie mit mir konform hineinwuchern bis in unsere heutige Zeit. Die Emotionalität einer Frau auf der einen Seite, die Rationalität des Mannes auf der anderen Seite. Rousseau am Ende des 18. Jahrhunderts hat also bis hinein in diese Zeit fröhliche Auferstehung gefeiert. Eine Frau agiere, so noch einmal Kollwitz, und reagiere durch das Emotionale. Ein Künstler verarbeitet die Wirklichkeit. Und es ist für sie in diesem Zusammenhang wichtig, und das hat sie immer und immer wieder auch gesagt, die reflektierte politische Meinung liegt im Kunstwerk und man muss sie nicht jedes Mal auch noch der Öffentlichkeit artikulieren. Deutschlands Kinder hungern. All das, was ich also jetzt versucht habe auszuführen, möchte ich jetzt zeigen. 1923, denken Sie an diese verheerenden Jahre, der Erste Weltkrieg und seine Folgen. Denken Sie daran, was diese Jahre bedeutet haben, die Jahre der Inflation, die Jahre der ersten großen Arbeitslosigkeit, die Jahre der Verelendung und es sind wieder die Kinder. Schauen Sie sich bitte diese drei Gesichter an. Diese großen, diese Augen, die in den Höhlen liegen und die irgendwo hinschauen, indem die Kinder diese Schüsseln zeigen. Irgendwo steht vielleicht der Gönner oder die Gönnerin und Sie können es eventuell lesen, Spenden nimmt entgegen die internationale Arbeiterhilfe in Berlin. Deutschlands Kinder hungern. Und das ist genau diese Emotionalität, von der ich jetzt eben geredet habe. Ich bin einverstanden damit, dass mein Kunstzweck hat. Ich will wirken in dieser Zeit, in der die Menschen so ratlos und hilfsbedürftig sind. Und noch ein Zitat. Und wir schauen jetzt in den Folien weiter. Zunächst das Bild: Nie wieder Krieg. 1924. Sie hat gesagt, ich habe mich nicht direkt zum Pazifismus bekannt, aber ich weiß natürlich, was pazifistisch bedeutet. Und 1924, der Erste Weltkrieg liegt genau 5 Jahre zurück und es zeigen sich die ersten Anzeichen, dass wieder aufgerüstet wird,
Es zeigen sich die ersten Anzeichen, dass eine Revanche geübt werden soll. Und hier ist es die große Geste. Bitte auch hier wieder das Gesicht, bitte auch hier wieder diese ganz ausdrucksstarken Hände. Man muss sich ihren künstlerischen Werken im wahrsten Sinne des Wortes stellen. Man kann sie nicht zur Seite legen und sagen, jetzt schaue ich mir schnell das nächste an, sondern hinter jeder Geste, hinter jedem Haar, hinter jedem Auge, hinter jedem Mund liegt ein volles Programm. 1941 im Rückblick. Ich möchte hierbei einiges sagen über die Abstempelung zur sozialen Künstlerin, die mich von da an begleitete. Ganz gewiss ist meine Arbeit schon damals durch die Einstellung meines Vaters, meines Bruders, durch die ganze Literatur jener Zeit auf den Sozialismus hingewiesen. Das eigentliche Motiv aber, warum ich jetzt von jetzt an zur Darstellung fast nur das Arbeitsleben wählte, war, weil die aus dieser Sphäre gewählten Motive mir einfach und bedingungslos das gaben, was ich als schön empfand. Ohne Reiz waren mir Menschen aus dem bürgerlichen Leben. Das ganze bürgerliche Leben erschien mir pedantisch. Dagegen einen großen Wurf hatte das Proletariat. Das Sozialdemokratische wird also als das Soziale und damit als das Ästhetische und Schöne gesehen. Und ich habe vorhin darauf verwiesen, da ich jetzt leider nicht weiß, wer von Ihnen den Vortrag zu Anna Segers gehört hat. Hier gibt es also durchaus Parallelen. Auch die Segers hat gesagt, mich interessiert der Bürger oder die Bürgerin nicht. Mich interessiert der einfache Mensch. Mich interessiert der oder die, die ganz unten liegen, die aber eine ganz eigene Geschichte haben. Und die möchte ich in meinem Werk erfassen. Und da sollte man heute, wenn Sie Zeit haben, auch noch einmal den Aufstand der Fischer von St. Barbara lesen. Dieser Text, mit dem die Segers seinerzeit einen der berühmtesten Literaturpreise ihrer Zeit erhalten hat, nämlich den Kleist-Preis. Meine Damen und Herren, ich möchte jetzt zu dem letzten Teil des Vortrages kommen. Wir sind jetzt im Jahr 1933 angekommen und auch hier wieder Tagebucheinträge. Das Dritte Reich bricht an. Juli 1933. Am 30. Januar 1933 wird Hitler Reichskanzler. Dann alles Schlag auf Schlag. Vollkommene Diktatur. 1. April Judenboykott. 20. Mai werden Bücher verbrannt. Januar bis Mai 1933. Eine Künstlerin, die genau weiß, was jetzt auf sie zukommen wird. Am Sonnabend, 1. Juli, werden sämtlichen Ärzten, die dem Sozialdemokratischen Ärzteverein angehört haben, die Kassen weggenommen. Karl auch. Jetzt im Juli, in ganz Deutschland, existiert nur noch die NSDAP. Es gibt keine Zeitung, die eine andere Meinung vertritt. Gleichschaltung. Unterdessen lebt man und arbeitet. In diesem Jahr wurde sie zum Austritt aus der Preußischen Akademie der Künste gezwungen und ihres Amtes als Leiterin der Meisterklasse für Grafik enthoben. Überlegen Sie sich das bitte, was das für diese Künstlerin bedeutet hat, die wir zu Recht heute als eine der wichtigsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts bezeichnen. Im Jahr 1936, drei Jahre später, werden ihre Exponate aus der zweiten Jubiläumsausstellung aus Anlass des 150-jährigen Bestehens der akademischen Ausstellungen Berliner Bildhauer von Schülern bis zur Gegenwart entfernt. 1936. Käthe Kollwitz über ihre Trauer
im Jahr 34. Die Professur ist mir genommen. Das Atelier, na, das ist nicht schwer, aber keine Ausstellungsmöglichkeit zu haben, ist schwer. Wir haben es vorhin gehört, sie war als erste Frau ordentliches Mitglied der Preußischen Akademie der Künste. Sie wurde zur Professorin ernannt. 1928 dann die Lehrtätigkeit. Das war ein ziemlich langer Prozess. Und jetzt auf einmal ist sie draußen. Auch das, wenn man sich heutige Situationen anschaut, wo auf einmal eine Zeit zwischen den Weltkriegen glorifiziert bzw. in einem Licht erscheint, was der Geschichte direkt ins Gesicht spuckt. Da sollte man sich noch einmal Käthe Kollwitz ansehen. Es ist ihr jedoch gelungen, ins Private überzusiedeln und im Privaten weiterzuarbeiten. 1940 hat sie viele ihrer Arbeiten auch vollenden können. Und jetzt kommt etwas unheimlich Bitteres. Ihr Sohn Peter ist im Ersten Weltkrieg gefallen. Im September 1942 fällt ihr Enkel Peter an der Ostfront. 30. Januar 1943 im Tagebuch. Nationalsozialistischer Gedenktag. Erneute Schwüre und Versicherungen, dass Deutschland bis zum siegreichen Ende durchhalten wird. Vaterland, Nation, nationale Ehre. Was ist denn Vaterland? Es ist doch nichts als der Fleck Land, auf dem man geboren ist. Und hier sehen Sie die ganz stark reflexive Künstlerin, die sich genau mit diesen Begriffen auseinandersetzt, die die Nationalsozialisten in den Dreck gezogen haben. Das Jahr 1940 ist für sie ein bitteres Jahr. Hier gehe ich noch einmal zurück, nämlich ihr Mann Karl stirbt. Und 1943 wird ihre Berliner Wohnung ausgebombt. Ja, da sitzt sie in Berlin. Da sitzt sie auf einmal ohne Atelier. Da sitzt sie ohne Wohnung. Da sitzt sie in diesem Schmerz, den Mann und den Enkel verloren zu haben. Und 1944 lädt Ernst Heinrich von Sachsen sie in den Rüdenhof bei Moritzburg ein. Dort bewohnt sie ein Eckzimmer mit dem Blick auf das Schloss. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle möchte ich etwas sagen, was für mich persönlich ganz wichtig ist, nämlich dieses wunderbare Haus steht zurzeit zur Disposition. Wir wissen nicht, ob dieses Haus weiter erhalten bleibt. Und ich möchte Sie bitten, wo auch immer Sie die Möglichkeit haben und wo Sie durch Ihre Unterschrift dokumentieren können, dass dieses Haus bestehen bleiben soll, tun Sie es bitte. Denn nichts wäre für meine Begriffe heute schändlicher in einer Zeit, wo immer mehr Erinnerung verloren gehen, dass man diese Erinnerung an Käthe Kollwitz hat. Ich möchte am Ende, und ich habe es bereits angekündigt, doch noch ein paar ganz wenige Worte sagen zu ihrem Verständnis Kunst als Lebensaufgabe. Und da hat sie etwas sehr Wichtiges geäußert, nämlich sie hat immer wieder unterschieden zwischen diesem Fachpublikum, was natürlich ihre Werke aus der Sicht der Wissenden aufnimmt, und vor allen Dingen der Durchschnittsbeschauer. Ich finde, das ist ein Wort, was wir uns auch noch einmal genau ansehen sollten. Die Durchschnittsbeschauer, wer war das? Das waren die Konsumenten ihrer Kunst,
jenseits des Kunstmilieus, das waren diejenigen, für die sie vor allen Dingen gearbeitet hat, und das waren diejenigen, die für sie wichtig waren. Und sie hat natürlich immer wieder dieses Spannungsverhältnis betont. Sie hat auf der einen Seite den Genie-Künstler und immer wieder natürlich in der männlichen Form, und sie hat den Handwerkskünstler genannt, ausgehend von dem Künstlermythos, der die Vorstellungen von einem Künstler in der zeitgenössischen Diskussion beeinflusste, hat sie ihr eigenes Modell geschaffen, in welchem sie als Künstlerin Würdigung und Anerkennung erfahren hat. Diese Publikumszustimmung, die war für sie wichtig. Und sie hat gesagt, wir brauchen keine Genies, sondern wir brauchen eine Kunst, die für das allgemeine Publikum verständlich ist. Wir müssen sie abholen. In der Hinsicht auch durchaus wieder die Parallele zu Anna Segers, die schon als junges Mädchen mit ihrer Mutter noch in ihre Heimatstadt Mainz in die Häuser der Armen gegangen ist und die dort gesehen hat, wie das Leben ist. Und dieses Leben wollte sie abbilden. Was sie nicht wollte, wiederum Käthe Kollwitz, sie wollte keine Atelierskunst. Das finden sie teilweise, wenn sie sich mit ihr beschäftigen, sondern das Volk braucht eine Wirklichkeitskunst. Es ist meine Meinung, so Zitat, dass zwischen Künstler und Volk Verständnis sein muss. Zu den besten Zeiten ist es immer so gewesen. Das Genie kann wohl vorauslaufen und neue Wege suchen. Die guten Künstler aber, die nach dem Genie kommen, und zu diesen rechne ich mich, die möchten den verloren gegangenen Zusammenhang immer wieder neu erschaffen. Es ist also das Handwerkliche gewesen, was für die Kollwitz wichtig war. Es ist das Erlernbare gewesen. Und in diesem Hinsicht hat sie ihr Schöpfertum verstanden. Ja, meine Damen und Herren, nach genau einer Stunde bin ich am Ende meines Vortrages angekommen. Meine Bitte also, für dieses Käthe-Kollwitz-Haus einzutreten. Käthe Kollwitz ist schließlich auf dem Friedhof in Berlin-Friedrichsfelde in einer letzten Ruhestätte gebettet worden. Konrad Schmidt, Anna Schmidt, Georg Stern, Karl Kollwitz und Käthe Kollwitz. Und noch einmal erleben wir die Künstlerin auf diesem Grabstein, noch einmal ein solches Umschlagtuch, noch einmal diese ausdrucksstarken Hände und noch einmal ein Gesicht, was uns fasziniert und was uns nicht loslässt. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie mir in dieser Stunde auf diesem relativ ungewöhnlichen, aber für die heutige Zeit so wichtigen Weg gefolgt sind. Und ich bin jetzt sehr gern bereit, Fragen, Bemerkungen zu beantworten bzw. die aufzunehmen. Erst einmal meinen ganz, ganz herzlichen Dank.